Hallo zusammen, endlich ist es wieder soweit zu einem spirituellen Heute-Journal nach dieser ja, etwa kürzeren oder längeren Sommerpause. Und natürlich beginnen wir diese Gespräche wieder mit einem, wir sagen was, einem Highlight. An meiner Seite haben wir heute Jürgen Ziewe, den Multidimensionsmann. Und der Anlass unseres Gesprächs ist, weil eines seiner Bücher wieder einmal auf Deutsch erschienen ist. Wir werden das nochmal hier zeigen und ich werde es auch nochmal einblenden. Blick in die Unendlichkeit, wie man das Leben genießt, wenn man tot ist. Das ist natürlich schon auch eine sehr interessante Aussage. Hallo Jürgen, hallo liebe Zuseher. Hallo Nepomuk, schön dich wiederzusehen. Ja, das freut mich, Jürgen. Dieses Buch umfasst tatsächlich 305, fast 50 Seiten. Und wenn man sich das Inhaltsverzeichnis so durchliest, es geht ja los von der Erkundung der nicht physischen Realität und endet dann in die Welten des Himmels. Und es sind Beispiele über Beispiele. An diesem Buch kann man tatsächlich erkennen, dass dieser schmale Auszug in unserem irdischen Leben, den wir hier als Realität bezeichnen, und viele gehen ja immer noch davon aus, dass es die einzige physische Realität ist, die es gibt, einen Einblick gibt in unser unendliches Sein. Ja, ja, aber es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, weil es wirklich unendlich ist, nicht? Und deshalb bin ich immer wieder begeistert, wenn ich neue Erfahrungen habe und immer jedes Mal wieder was Neues entdecke. Und was anderes spielt sich ab. Und es gibt, also ist wirklich Einblick in die Unendlichkeit. Und da gibt es nicht mal 0,00 unendlich Prozent von dem, was ich da beschrieben habe. Ja, du hast in dem Buch, also ist wirklich sehr empfehlenswert zu lesen. Also es erweitert den Horizont unser Bewusstsein wirklich vom Grund auf. Und dann es zeigt, und unendliche Facetten. Beginnen wir doch mit einem Beispiel, das ich gerne aufzeigen würde, weil viele denken, ja, wenn sie gestorben sind, dann schweben sie irgendwo im Nirvana oder ja, sie haben irgendwie nichts mehr, was irgendwie begreifbar wäre. Aber wenn man zum Beispiel diese nicht physischen Touristenattraktionen nimmt, die du besucht hast, kannst du noch ein bisschen was erzählen, wo du beschreibst ja darin Städte, Begegnungen, die unendlich, sage ich mal, voller Fülle und Kunst und so weiter sind. Ja, ich glaube, das Beste, um das verständlich zu machen, Leuten verständlich zu machen, wie das denn im Leben nach dem Tod aussieht, würde ich empfehlen, jeder sollte die Tür aufmachen, die Haustür, und nach draußen gehen und sich umschauen. Und genauso fühlt sich das an, genauso real ist das und genauso lebendig. Also es gibt in dem Sinne überhaupt keinen Unterschied. Also da, ich verstehe immer noch nicht, dass Leute so Vorstellungen haben, dass es da nur Gespenster gibt oder so und solche Sachen. Das ist überhaupt nicht da. Die Wirklichkeit erstreckt sich auf mehrere Dimensionen. Und die nächste Dimension, und das kommt darauf an, was für ein Schwingungsbereich das ist. Zum Beispiel, wenn wir in einem negativen Gefühls- oder Seinszustand sind, dann ist unsere Schwingung ziemlich niedrig. Und wir treten dann in eine entsprechende Dimension ein, die auch auf niedrige Schwingung beruht. Und das sieht dann so aus, dass es ziemlich düster ist, dunkel, Twilight, Zwielicht und so weiter. Und je mehr das Gefühl sich anhebt und je mehr man Freude empfindet, desto reichhaltiger, bunter, schöner, erleuchteter ist die Umgebung dann auch, nicht? Und deshalb gibt es so unheimlich viele Schwingungsbereiche, die ich in meinem ersten Buch als Dimensionen dargestellt habe.
Und das ist nur eine Anschauungsweise von dem, was, wie sich die Realität aufbaut. Und auf jeder Dimension, ob man nun unten ist, in einer ziemlich dunklen oder trüben Umwelt oder auf einer unheimlich schönen, erhobenen Umwelt, es ist genauso real wie hier. Man kann auch auf einer himmlischen Ebene, sagen wir mal, Sachen anfassen, riechen und alle diese Sinneserfahrungen haben, die wir hier haben. Ja, du schreibst auch davon, dass je nach Ebene ja diese Sinneserfahrungen ja zunehmen im Potenzialbereich. Das heißt, ja, das, was wir hier unter unsere fünf Sinne kennen, potenziert sich dann nochmal extrem. Du beschreibst hier wenn ich hier an einer Ebene einen Bachlauf entlang gehe, ist ja bei uns so, dass hier zwar eine lebendige Vegetation ist, aber sich nicht verändert. Und es gibt Ebenen, da verändern sich in jedem Augenblick diese Umgebung, die man gar nicht so schnell beschreiben kann, wie sie sich verändert. Ja, das kommt auch darauf an, auf unseren Geisteszustand, sagen wir mal, auf unsere unsere Gedanken drücken sich auf diesen Ebenen sehr stark aus. Und die Ebenen entsprechen unseren Gedanken. Das heißt also, wenn wir einen lebhaften Gedankenablauf haben, dann verändert sich auch unsere Umgebung dementsprechend, weil es keinen Unterschied gibt zwischen den Gedanken und unserer Umgebung. Das ist alles irgendwie auf diesen höheren himmlischen Ebenen. Vereinigt sich die Wahrnehmung mit dem, nicht? Also man könnte jetzt auch irgendwo am Strand liegen und eine unheimliche Stille und Frieden empfinden, wo sich fast überhaupt nichts verändert. Das steht ganz von unserer Einstellung, unserer Geisteshaltung ab. Aber wenn wir eine positive Geisteshaltung haben, und ich habe das schon gemerkt, manchmal man kann das auch sehr schlecht ausdrücken, weil auf verschiedenen Ebenen die Substanz der Dinge anders ist. Nicht? Auf unteren Ebenen ist alles ziemlich hart, sagen wir mal, oder Die Gerüche und da ist es ein bisschen negativer, ne? Ja, sagen wir mal, da ist nicht so viel Farbe oder so, nicht? Und das kann sogar, man kann sogar Kälte empfinden, wenn, ja. Wenn man von einer Gefühlskälte Erfahrung hat, dann findet man die Umwelt auch als kalt an. Sogar so kalt, dass man richtig frieren kann. Aber das ist eine Gefühlskälte. Auf den höheren Ebenen gibt es das nicht, weil alles sich irgendwie mit einem Wohlwollen und einer Liebe verbindet. Alles fühlt sich viel schöner an, viel sanfter. Ja? Und auch so wird auch die Umgebung wahrgenommen, nicht? Als schön, die entspricht deinen Gefühlen. Und deshalb fühlt man auch so gut. Du beschreibst in einem Teil eine Touristenstadt, wo Kunst ist, da wo Theater ist, da wo richtig die Post abgeht, wo Kunst gemacht wird, Kunst wieder zerstört wird, wo du gesagt hast, was läuft denn hier eigentlich ab? Also Art, ja, Touristen, du wurdest erkannt, dass du nicht von dieser Realität bist, aber das war offensichtlich in dieser Touristenstadt was völlig Normales. Ja. Kannst du mal berichten, weil du sagst, es war unglaublich, diese Stadt. Ja, ich meine, genau wie hier gibt es da. Ja, genau wie hier gibt es Orte, wo die Leute sich aufhalten und Touristenorte. Nicht? Aber die sind natürlich 10-mal so vielhaltig oder reicher, sagen wir mal, auf den höheren Ebenen, wie hier zum Beispiel. Da gibt es Veranstaltungen, Theater. Musik, also es ist fast unendlich und für diese Touristen wird richtig gesorgt. Nicht? Das ist also ein Disneyland auf Steroids. Und ganz kürzlich bin ich in so eine Landschaft reingeraten und das war also fast wie ein Labyrinth. Sobald ich um eine Ecke gegangen bin, in eine andere Gegend, war alles total wieder anders, wie auf einem anderen Planeten. Und ich dachte, ja, wo hört denn das auf? Das ging immer weiter und auf einmal befand ich mich in einem
in einem Felsgewölbe, in einem in unterirdischen Gang. Und da war wieder was ganz anderes los. Da gab es Kristalle und andere Lebensformen, die unter dem Wasser lebten, in diesen unterirdischen Teichen. Man kann es überhaupt nicht in Worte ausdrücken. Und so hatte ich hatte da fast 4 Stunden verbracht. Mein großes Problem war, dass ich das nicht alles behalten konnte. Und ich habe mir dann, bevor ich wieder in den Körper zurückging, bin ich nochmal durch die ganze Sache durchgegangen, habe mir Stichworte benutzt, an die ich dann meine Erinnerung anhalten konnte. Und dann habe ich aufgeschrieben, was ich konnte. Aber ich habe vielleicht nur 10 oder 20% aufschreiben können von diesem ganzen. Das hat mich einfach überwältigt. Ja, das Spannende dabei ist, dass man tatsächlich diese anderen Realitäten, wo du sagst, da fahren Autos, da ist wie bei uns da aber noch die Vielfalt, die Ornamentik, die Kunstformen. Du warst auf einer Ebene, da hast du einen Künstler getroffen, sage ich mal, glaube ich, aus der neuen Sachlichkeitszeit oder irgendwie so in der Richtung. Und der Künstler, der hat dir seine Wohnung gezeigt und hat dir eine Art Beamer, wo du diese Bilder virtuell an die Wand werfen konnte und sich aber dort wieder materialisierten. Ja, genau. Das ist ja die großartige Sache, dass die nicht physischen Ebenen sind eigentlich wie Datenbanken, nicht? Dass man dann also alles, was wir haben oder erschaffen, ist schon da auf einer Datenbank. Das kann man also verschwinden lassen. Ja, ist ungefähr, wie man sich das so vorstellen kann, wie hier auf dem Computer speichern. Sondern das Bild abholen. Ich mache das jetzt sogar mit Virtual Reality, wo ich jetzt also das ganze Erlebnis durch ein Headset erleben kann. Aber in Wirklichkeit sind das nur Daten. Mhm. Man kann sich das auch vorstellen, dass alle Sachen, die wir zum Beispiel in Erscheinung bringen lassen, sagen wir mal, wir sind jetzt auf der Astralebene und wir wollten schon immer mal ein Lamborghini haben, weil wir uns den nie erschwingen konnten. Und jetzt ist das so, dass wir uns das den erscheinen lassen oder manifestieren oder materialisieren. Manifestieren. Und zwar ist das so, dass die ganzen in jeder Einzelheit das Auto erscheint. Man könnte sich jetzt vorstellen, ja, das sind ja alles nur Kulissen. Ja, da ist ja kein Motor drin, aber das stimmt nicht. Wenn ich die Kühlerhaube aufmache, ist der Motor da. Jürgen, ist es vielleicht auch hier in dieser Realität so, dass unser Bewusstsein theoretisch manifestiert? Das heißt, dieses Bewusstsein zapft die Datenbank an und zeigt uns das, wenn wir an ein Auto denken, dann weiß natürlich das Bewusstsein, was ein Auto ist und was alles dazugehört und manifestiert ist, auf diesen anderen Ebenen viel schneller als wir auf dieser Ebene. Ja, also das stellt sich alles automatisch ein dann. Sobald wir diese Datenbank angezapft haben, stellen sich sofort diese Verbindungen her, damit die ganze Manifestation total real wird. Und ich habe das sogar so bemerkt, das habe ich in meinem ersten Buch beschrieben. Da ruft noch einer an, das ist doch schon mal wunderbar. Aber ich zeige noch mal zwischenzeit kurz deine Webseite her, weil du magst ja diese Welten, du sagst, du versuchst diese Welten in einer virtuellen Realität zu zeigen und mit einer VR-Brille. Die Daten sind hier kostenlos auf deiner Webseite, auf deiner YouTube-Seite anzusehen und da versuchst du das Ganze hier zu manifestieren, diese verschiedenen Astralebenen und diese Welten zu erkunden. Wie gesagt, ich schaue jetzt natürlich auf diesen 2D-Bildschirm nicht so gut aus, aber wenn man dann eben eine 3D-Brille hat, um das zu erleben, dann kann man natürlich das auf einer ganz anderen Ebene betrachten. Ne? Ja, ich versuche durch diese Erfahrung, durch diese virtuellen Erfahrungen, versuche ich irgendwie so ein Gefühl herzustellen, dass die Leute, die sich diesen Headset aufsetzen, dass sie irgendwie das Gefühl auch kriegen. Und deshalb arbeite ich mit Craig Proust zusammen, der die Musik macht. Mhm. Und die Musik soll ja dazu da führen, diese Gefühle ein bisschen aufzubauen. Mhm. Ich meine, das ist sehr schwierig darzustellen. Sogar
weil das noch eine ganz andere Dimension hat, wenn man da drin ist, weil es die Atmosphäre auch noch dabei ist, nicht? Aber das ist jedenfalls so ein kleiner Einblick, den ich versuche zu geben, dass das ein bisschen realer, ein bisschen näher an die Wirklichkeit herankommt. Ja, du beschreibst ja eine Astralebene, wo eben Verstorbene ankommen, die vielleicht nur gar nicht wissen, dass sie verstorben sind. Und dann ist ein Fährmann dort, der hat ein Boot. Das, bei dir war das schon zweistöckig und dann bist du dann ja, aufgestiegen und sagst, okay, dann fahren wir eine Runde mit diesem großen Boot. Und dann hat dir der Kapitän erzählt, ja. Erklär mir, was hat es mit dem Boot auf sich gehabt? Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte da durch eine außerkörperliche Erfahrung, bin ich in eine Gegend gekommen, die war also genauso wie unsere Welt, nicht? Also man konnte das von unserer Welt überhaupt nicht unterscheiden. Deshalb kommt es vor manchmal, dass Leute, die gestorben sind, die das überhaupt nicht wahrnehmen und die das sogar bestreiten, dass sie tot sind, nicht? Und deshalb Fährmann, dieser Schiffer, der hat angefangen, Leute in ihren neuen Zustand. Und der fing damit an, dass er ein kleines Boot hatte und eine kleine Rundfahrt gemacht hat. Und dadurch, dass er das so positive Energie dadurch erzeugt hat, wurde jedes Mal sein Boot ein bisschen größer und ein bisschen seriöser. Genau, also am Ende hat er zweistöckiges. Ja, und dann hatte er sogar eine Kapelle, nicht? Und es kommt darauf an, dass man, also alles beruht auf Service, auf Dienstleistung. Wenn man was gibt, erhält man was. Und daran gewöhnen sich die Leute auch schnell dran, dass sie jetzt merken, wenn sie jemandem was Gutes antun oder was oder Liebe zeigen oder Gefallen tun oder so weiter, Leuten helfen, dann verändert sich ihre Umgebung zum Positiven. Ja, du hast ja Beispiele drin, wo Menschen als Kellner arbeiten und wo du mit einem Kellner gesprochen hast und du hast dann telepathisch den sein früheres Leben gesehen und der war ziemlich ein Hau drauf und Mörder und alles Mögliche, nur egozentriert und war dann auch in den dunklen Sphären unterwegs und dann gab ein Guide, der gesagt hat, du kannst hier dich auch verbessern, wenn du deine Liebe annimmst, wenn du das annimmst, dass es besser gehen kann. Und dann hat er angefangen, in dieser Ebene, wo dieses Schiff war, Menschen zu bedienen, weil er gesagt hat, hier kann ich wieder Dienstleistung geben, ist seliger, den nehmen. Ja, ich hatte mich, als ich das zum ersten Mal gemerkt habe, da dachte ich, wieso sind denn überhaupt hier Kellner? Nicht? Wenn du jetzt auf dieser Astralebene bist, dann willst du dich doch nur bedienen lassen. Mhm. Aber das kommt dadurch, dass die Leute lernen, von Anfang an sich auf Dienstleistung, aufs Geben einzustellen und dadurch merken, dass sie dann auf eine bessere Ebene landen. Und deshalb ist das ganz natürlich, dass die Leute darauf bedacht sind, positive Einstellung zu haben. Und das Interessante ist, ich habe mich darüber mit einem Freund unterhalten, der auch schon jahrelang außerkörperliche Erfahrungen hatte, dass wir zum Beispiel, dass es auch Geld gibt da, nicht? Und das ist, hat mich stutzig gemacht. Zum ersten Mal habe ich das gemerkt, als ich in einen Supermarkt gegangen war. Da waren fast wenig, kaum Leute drin. Und ich habe mir dann was vom Regal genommen, bin dann zum Checkout gegangen und habe der Frau dann aus der Hosentasche eine Münze gezogen und ihr das gegeben. Und die Münze hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, wie ich sie kannte. Und die hat er einfach angenommen. Und das kommt daher, weil Geld ist irgendwie eine Energie, ein Metaphor für Energie. Und wenn jetzt zum Beispiel wir in einer Bar, jetzt bestellst du ein Bier, wollte ich gleich mal sagen, also es gibt Bier und Alkohol, das man trinken kann und darf. Okay, da rettet jetzt schon viel in den Abend, ja. Kein Alkoholverbot auf der Astralebene. Und das Erste, was man macht, was alle Leute machen, die geben dann Geld. Und der Barmann nimmt das einfach an und das heißt einfach nur, das ist eine Form der Dankbarkeit. Das ist also ein Symbol, aber Geld braucht man nicht, nicht? Die können ihm auch eine Blume geben oder vielleicht sogar ein Stück
irgendwas anderes sind. Nicht, was Ja, man muss auch nicht essen und trinken, aber es ist als Gewohnheit, ne? ja, das ist hauptsächlich dadurch kommt es zustande, weil Leute hier auf der Erde das als soziale Komponente nehmen, ja. ja, als soziale zu der Veranstaltung nehmen. Ich meine, Leute treffen sich zusammen, essen, trinken und das bleibt so weiter. Nur, dass das Essen viel, viel besser ist und viel, nicht? Und das ist das Essen übrigens, das Essen auf der astralen Ebene ist auch Energie. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel ein Koch ein schönes Gericht macht, dann füllt er dieses Gericht mit Energie. Und diese Energie, wenn du die jetzt isst, die nimmst du dann in deinem Körper auf, in deinem Astralkörper und du fühlst die dann sogar. Also alles ist irgendwie Energie. Nicht? Und deshalb ist es mit dem Essen ist es nicht so, dass jetzt die Leute sagen, ja, wir brauchen ja kein Essen, weil wir nicht verhungern hier oder sterben können. Aber das ist, diese Sachen sind immer noch da. Zum Beispiel, man geht an einem Obstbaum vorbei und pflückt sich einen Pfirsich. Und sobald du den Pfirsich isst, fühlt man im ganzen Körper irgendwie diese wohltuende Energie. Ja, bei uns auf der Erde fühlt man nur eine Fülle im Bauch oder so. Vielleicht durch die Geschmackssinne fühlt man das auch schon. Aber auf der Ebene fühlt man das als Energie. Also man sieht, dass es so sehr, sehr erdnahe Realitäten gibt und je weiter, dass man in Anführungsstrichen nach oben steigt, je liebevoller, dass man wird, desto je mehr, dass man sein, du hast es geschrieben, je mehr, dass ich schaffe, dieses Egozentrierte abzubauen und tatsächlich in diese höheren, superdimensionalen Ebene reinzukommen, da muss man schon sehr, sage ich mal, sehr loslassen können. Ja, das ist das Problem, was die meisten Leute zurückhält, ist die Identifikation mit einem persönlichen Ego. Ja, und das ist nicht so einfach loszuwerden. Ich meine, das Ego ist ja keine negative Sache. Nur die Identifikation mit dem Ego, die hält das auf einer bestimmten Vibrationsschwingungsebene. Und die Sache ist, wenn man jetzt in höhere Ebenen eintreten will, dann da muss diese Identifikation sich auflösen und an ihre Stelle tritt eine andere Identifikation. Und die Identifikation ist mit deinem höheren Selbst. Und das höhere Selbst ist ein Einheitsbewusstsein. Da macht man nicht mehr die Trennung zwischen sich und anderen Menschen. Und man erkennt sofort, dass der andere Mensch deine Seele mitbewohnt. Also es gibt keine Trennung mehr. Und auch, es gibt auch keine Trennung mehr zu der Außenwelt. Nicht? Und deshalb ist alles unheimlich leicht. Zum Beispiel, wir können zum Beispiel reisen, das kann man auch auf der unteren Ebene, aber alles kann augenblicklich geschehen, weil wir schon überall sind. Und auch zum Beispiel die Erfahrungen verändern sich. Zum Beispiel, sagen wir mal, wir sitzen an einem Bach und ruhen uns aus oder genießen die Umgebung und hören dem Plätschern des Baches zu. Und das, so länger wir zuhören, verwandelt sich das Plätschern in einen Musikton. Okay? Und diese Musik, je mehr wir ihr zuhören und uns in dieses Plätschern reinfinden, je mehr komponiert sich daraus eine unheimlich schöne Melodie, die sich dann wie himmlische Musik. Orchester, Und man kann sich da richtig rein verlieren in diese Musik und zur Musik werden, weil man dann die Schwingung in sich aufnimmt und dadurch wieder ein bisschen weiter sich erhebt. Und diese ganze Sache, diese ganze Wahrnehmung ist total anders, nicht? Zum Beispiel, sagen wir mal, wir sehen eine Blume. Wenn wir hier eine Blume sehen, dann sehen wir die Form. Die nehmen die schönen Farben wahr, den schönen Geruch, ja, und dabei bleibt es. Wenn wir aber eine Blume
auf diesen himmlischen Ebenen wahrnehmen, dann werden wir, identifizieren wir uns so stark mit der Blume, dass wir die Kraft dieser Blume am eigenen Körper erleben und die Ausstrahlung, was die Blume macht. Also wir sind dann mit unserer Umwelt eins. Aber du hast ja geschrieben, auf diesen niedrigen Ebenen ist dieses Schweben etwas schwieriger, darum laufen viele, du hast am Anfang immer versucht hier zu schweben, haben die Leute gesagt, warum schweben, wir haben doch Füße, wir können auch gehen und da war es auch ein bisschen schwierig für dich, dort zu schweben auf diesen niedrigen Ebenen und du wirst auch ein paar Mal versucht von hübschen Frauen dich zu verführen, die, sage ich mal, auch diese Lust und die Sexualität ist aus den unteren Ebenen auch noch gang und gäbe, oder? Ja, das ist alles, gibt es alles noch und mit dem Fliegen verhält sich das so, um zu fliegen auf den unteren Ebenen, muss man ein erhabenes Gefühl haben. Okay. So ein leichtes Gefühl haben. Und die meisten Leute, die sind deshalb auf der unteren Ebene, weil die nicht diese leichten Gefühle haben. Deshalb gibt es diese Ausreden, ja, wir können doch laufen. Warum sollen wir uns denn anstrengen mit dem Fliegen? Und ich kann trotzdem auf diesen Ebenen fliegen und da Luftakrobaten machen. Nicht? Mm. Man wird dann irgendwie so als Angeber abgestempelt. und deshalb bewegt man sich da ganz normal. Während auf höheren Ebenen ist das ganz natürlich zu schweben. Aber du hast, glaube ich, noch nie herausgefunden, wieso, dass du als Tourist oder als Besucher in diesen Ebenen erkannt wirst. Bitte? So. Du hast, glaube ich, nie herausgefunden, wieso, dass sich diese Menschen auf diesen niederen Ebenen als Tourist erkennen. Ach ja, ja, ich meine, es ist genauso wie hier. Nicht? Wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, nach Venedig gehen, sind wir in dem Moment, wo wir in Venedig eintreffen, Touristen. Und die Leute haben irgendeine Vorstellung, was sie machen wollen, was sie erleben wollen. Und es gibt ja Touristenebene, genau wie hier, wie zum Beispiel Disneyland. Da gibt es die auch. Und die Leute wollen dauernd unterhalten werden. Und es gibt, machen Veranstaltungen. Zum Beispiel, ich habe immer wieder gemerkt, es gibt viele, viele Partys. Erstmal ist das da gut, weil Leute sich dann treffen und sich amüsieren, Musik machen, tanzen, genau wie hier, aber noch viel extravaganter. Zum Beispiel, ich hatte einen Karnevalsumzug gesehen, wo die Leute wie hier sich unheimlich gut, wie Karneval in Rio, unheimliche Kostüme machen. Mhm. Und wahnsinnig aus, wie kürzlich in Nottingham Karneval hier in London. Aber da ist das auf einer total anderen Ebene, weil die Leute ihren Körper verändern können. Wie sie gerade wie sie gerade fühlen, oder was? Verändern sie da die Form? Ihre Fantasie, wie weit sie ihre Fantasie einstellen können. Ich habe da Leute gesehen, die halb Tiere waren, halb Menschen, Mischung von Tieren, riesig groß, ja, ohne irgendwelche Stelzen zu benutzen und so weiter. Also das ist schon mal ganz, ganz interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Du, was aber auch ganz spannend ist, ich habe nur zwei Themen, die ich gerne ansprechen würde. Einmal, dass du ein Krankenhaus aufgesucht hast oder eine Klinik. Und da haben sie, glaube ich, gerade zwei ein junges Pärchen gebracht oder ein Mann und eine Frau, die hatten noch irgendwie Seegras dran und waren ganz nass. Und dann hast du gefragt den Krankenpfleger, ja, wieso sind denn die Personen hier nass? Und dann hat er dir erklärt, dass die, glaube ich, gerade gestorben sind, die sind ja ertrunken und erzähl du die Geschichte. Ja, das war eine interessante Sache. Ich bin auf der astralen Ebene angekommen, hatte gerade mein volles Bewusstsein hergestellt. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Haus, ein großes Haus, wie ein Krankenhaus mit riesigen Fenstern. Ich bin darauf zugegangen, wollte wissen, was da los ist in diesem Krankenhaus. Ich habe das sofort gemerkt, dass es ein Krankenhaus war. Man kriegt ja die Atmosphäre sofort mit.
wenn man da was sieht. Das ist ja nicht, dass man da ein Schild lesen muss, nicht? Und ich bin dann reingegangen und da waren auf der Erde, in einem Besprechungszimmer, lagen eine Frau und ein Mann mit nassen Klamotten und die hatten Seegras. Ja. Nicht? Und die sind dann zu sich gekommen und die Schwester, die haben sich dann um die bemüht und was passiert war, ich habe dann mit der Schwester gesprochen, gesagt, was ist denn hier los? Und sie sagte, ja, die hatten einen Bootunfall. Das Boot ist gekentert und die sind ertrunken. Und wir wollten die nicht irgendwie so einen Schock geben und deshalb wollten wir sie als Gerettete hinstellen. Und die dachten auch wirklich, als sie zu sich kamen, dass sie jetzt gerettet sind und jetzt wieder in ihrem physischen Körper sind. Und um das ein bisschen glaublicher und anschaulicher zu machen, waren ihre Sachen auch noch nass. Und da war eine Pfütze um ihren Körper rum und sogar ein Seegras, das einer der Helfer sich ausgedacht hat, das würde noch ein bisschen die Szene ein bisschen glaublicher machen. Nicht? Und so haben sie dann die Leute langsam darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht mehr in ihrem physischen Leben sind. Ja, dass sie die Ebene gewechselt haben. Und das machen sie offensichtlich wie dieser Bootsfahrer mit seinen Vorträgen und die Leute hier langsam daran zu erinnern, dass sie jetzt nicht mehr an dieser Ebene sind, wo sie vorher gedacht haben, dass sie sind, sondern dass sie eigentlich gestorben sind und dass sie jetzt auf einer anderen Existenzebene angekommen sind. Genau das muss man sich wirklich klar machen, dass man dadurch wirklich die Angst vom Tod sich nehmen lassen sollte. Und vor allen Dingen, was wirklich wichtig ist, dass das Leben weitergeht. Es gibt kein Ende. Es gibt nur eine weitere Entfaltung. Und das Wichtigste ist tatsächlich, Jürgen, das sollten wir vielleicht auch ansprechen, wer sich jetzt damit auseinandersetzt und sagt, okay, ich lasse diese Möglichkeit zu, dass das Bewusstsein eher die Basis ist und nicht dieses Materielle, sondern dass es eher eine virtuelle Spielwiese ist, die immer wieder wechselt, je nachdem meinem Bewusstseinszustand, dann habe ich schon einmal einen gewissen Vorsprung, oder? Ja, genau. Ich würde sagen, wenn man das Erste, was man ablegen sollte, ist die Angst. Und dann sollte man versuchen, in der Gegenwart bewusst zu leben. Genau. Und versuchen, die Gedanken irgendwie, ich sage immer, man muss so psychische Hygiene haben. Positiv denken und nicht negativ, ne? Ja, genau. Positives Denken. Positive Gefühle ausstrahlen, Wohlwollen und so weiter, die Leute versuchen zu bereichern mit den Worten und mit den Gefühlen und nicht irgendwie auf negative Diskussionen eingehen oder die Leute verurteilen oder abwerten und so Ja, weiter. genau. Und daran sollte man sich langsam aber sicher gewöhnen. Dann gibt es einen sehr guten Übergang auf eine sehr positiven, schönen Ebene. Du hast ja auch beschrieben in einem deiner Abhandlungen Beobachtung des Sterbens von der anderen Seite aus. Da hat dich dein Guide mitgenommen und hat gesagt, schau mal zu hier, kannst du einen Menschen beobachten, der nicht loslassen will, der hier im Sterben liegt und hier noch kämpft um jeden Atemzug, wie sich das auf der anderen Seite auswirkt. Ja, ich habe verschiedene Sachen erlebt, wo ich das von der anderen Seite gesehen habe, wo Leute im Sterbeprozess waren. Manche Leute waren krank, die sind in einer Fieberphase gewesen und sind dann gestorben, hatten dann Halluzinationen und so weiter. Und die haben sie dann noch mitgebracht auf die andere Seite. Und deshalb sind dann da Helfer, die dann versorgen und dann auf die neue Ebene sozusagen ein bisschen einweisen, nicht? Durch Heilung, positives Zureden und so weiter. Und die eigentlich wie noch weiter wie krank gebacken.
Einer schreibt hier, was ist mit Karma? Aber das kann man vielleicht in deinem Beispiel, du hast einige Beispiele drin, wo das Karma deutlich wird, wenn Menschen, wenn jemand zum Beispiel das Paradies eines Selbstmordattentäters, wie man sieht, je nachdem, so wie man eben gelebt hat, in diese Ebene, in dieser Schwingung, in diesem Umfeld, kommt man auch wieder zu sich, nicht? Du hast einen beschrieben, der, sage ich mal, permanent von Maden aufgefressen wurde und wieder aufgefressen war, gab es den Körper wieder ganz und wurde wieder von Maden aufgefressen. Ja, das ist interessant. Zum Beispiel, im Grunde genommen sind wir eigentlich nur Energie. Nicht? Und wir haben uns einen Körper geschaffen, der uns durch die Geburt gegeben worden ist, mit dem wir groß geworden sind und so weiter. Und darin liegt unsere Hauptidentifikation. Mhm. Und deshalb, wenn wir sterben, die Energie, in die wir konditioniert worden sind, stellt genau wieder so ein Körper her, aber er wird nicht altern. Der ist nicht von diesen biologischen Gesetzen irgendwie unterworfen. Und deshalb kann es vorkommen, wenn jetzt Leute ziemlich stark mit irgendwelchen Gedanken identifiziert sind, zum Beispiel dieser Typ, den ich ja beschrieben habe, der war von Resentiment besessen. So einen Selbsthass hatte er. Und dieser Selbsthass hat sich so ausgedrückt, dass er von diesem Selbsthass regelmäßig aufgefressen wurde. Man kann sich das auf dieser Ebene nur vorstellen, aber auf der astralen Ebene hat sich das richtig ausgedrückt. Der Selbsthass wurde in Gedankenform umgesetzt. Und das drückte sich so aus, dass das Maden waren, die ihn langsam aber sicher aufgefressen haben. Hier bei uns sind das nur mit Metaphoren. Auf der anderen Ebene ist das eine Realität. Und solange er an diesem Selbsthass festgehalten hatte, ging er immer wieder durch diesen Prozess. Und dann wieder auf, war er wieder voll da und so weiter, bis er dann diesen Selbsthass losgelassen hat. Es kommen ja immer wieder Helfer vorbei, sagst du, die natürlich die Leute nicht alleine lassen. Also du sagst, Gebet ist ganz wichtig, selbstloses Gebet. Und sage, jemand, der nach Hilfe schreit, dem wird auch geholfen. Ja, das ist ja so, dass man das Gefühle, die man ausstrahlt, die haben irgendwie, man sendet die ja aus, Gefühle. Und das Leute, Helfer, die darauf sensibilisiert sind, die empfangen die. Okay? Und die steuern dann darauf zu, weil die sich so programmiert haben, dass sie Helfer sind. Und deshalb finden diese Hilfen ziemlich auf ziemlich natürlichen Wege statt. Aber wenn man jetzt aber betet mit, sagen wir mal, negativen Gedanken, dass man was will, nicht für sich, dann kommen diese Gebete überhaupt nicht an. Genau, also das heißt selbstlos sein, also ja. Aus dem Herzen raus, ne? Ja, das muss schon irgendwie ehrlich sein. Das, was mit dem Herzen zu tun hat. Und das ist genauso, wenn wir beten, dann sollten wir, das Erste, was wir ablegen sollten, ist unsere Angst im Gebet. Von der Angst muss man sich zuerst mal loslösen und sich darauf konzentriert, dass das Gebet gehört wird und sich dadurch schon wohlfühlt und schon positiver. Was mir auch gut gefallen hat, weil ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt, du beschreibst hier Heimweh nach einem verlorenen Planeten, weil du erkannt hast in einem deiner Reisen, dass du auf diesem Planeten, der leider nicht mehr so existiert, wie es du ihn gekannt hast in deiner letzten Existenz, der Planet war verlassen und eisgefroren, aber du wusstest, hier war ich mal zu Hause, hast diese ganzen Szenen miterlebt, was du auf diesem Planeten alles gemacht hast. Das zeigt aber auch, dass wir natürlich auf vielen Ebenen und Planeten und anderen Zivilisationen auch unsere Erfahrungen machen dürfen. Ja, das kommt da hauptsächlich dadurch zustande, zum Beispiel, wenn wir auf einer höheren Ebene sind, also über die astrale Ebene hinausgehen, dann haben wir Zugang zu unserem höheren Selbst, zu unserem größeren, erweiterten Selbst. Und da können wir frühere Leben irgendwie anvisieren oder ansehen. Ja.
Und das sieht dann so aus, dass wir, sobald wir, man muss sich das so vorstellen, dass die Akashic Records, das sind wie unendlich viele Bilder. Oder man kann es auch irgendwie als ein unendliches Netzwerk sehen. Und an jedem Punkt, wo diese Fäden, dieses so ein Centerpunkt bilden, da kann man darauf ansteuern und da kann man sehen, was für Probleme da sind, ja, und wie die Probleme sich auflösen können oder wie diese Probleme entstanden sind. Und dann kann man vielleicht sogar sehen, Einblick nimmt in ein, nehmen in ein anderes Leben, wo diese Probleme entstanden sind. Dann nicht nur sieht man das, sondern man wird dann diese Person in dem Leben genauso real, wie wir hier sind. Nee? Okay. Das ist die Erfahrung der Reinkarnation der anderen Leben. Und so kann man in diesem unheimlichen Energienetz von einem Punkt zum anderen gehen. Und in meinem Falle war das mit diesem anderen Planeten, wo ich ein Leben hatte auf einem anderen Planeten. Und dieser Planet wurde von einem Klimaumsturz heimgesucht, einem Klimazusammenbruch. Und dadurch ist so ein ziemlich schnelles Eisalter entstanden. Und der Planet ist abgestorben. Das ging, spielte sich alles über eine ziemlich kurze Zeit ab, vielleicht so. Kommt uns ein bisschen bekannt vor, was jetzt gerade bei uns abläuft, oder? Ja, das kann man nie wissen, nicht? Wie sich schnell sich alles verändern kann. Und ich hatte durch diese Erfahrung, und wusste ich auch, was sich auf diesem Planeten abgespielt hat, was ich machte. Und als ich zurückkam, wieder in meinem Körper, hatte ich auf einmal ein unheimliches Heimweh. Ja, du hast geschrieben, ja, deine Frau hat dich dann irgendwo wieder getröstet. Dann. Ja, meine Frau, die ist Psychotherapeutin, die sagte, ja, das ist ganz einfach, das kommt davon, dass du ausgewandert bist, das Heimweh nach Deutschland. Aber das war anders Heimweh, oder? Ja, genau. Und also solche tiefen, tief liegenden Erinnerungen, die sind immer noch da, die kann man immer noch anzapfen, wenn man in dieser Bewusstseinsebene ist. Jetzt möchte ich nochmal kurz dein Buch hierher zeigen, damit man das nochmal sieht. Ich hoffe, dass ich das jetzt da finde. Genau, da ist es ja schon. Ich blende das kurz nochmal ein. Genau, also. Das ist der Blick in die Unendlichkeit, genau, wie man das Leben genießt, wenn man tot ist. Also wirklich sensationell, was da alles drin ist. Also da bräuchte man ja Monate, um das zu besprechen. Aber wie gesagt, du hast ja eine Seite, das heißt die multidimensionsmann.com. Da ist zum Beispiel auch unzählige Informationen drauf. Man sieht es hier, du hast da mal eine Grafik gemacht, wie man sich diese verschiedenen Realitäten vorstellen kann. In der Mitte eben diese pure Realität. Also da nennt man die Quelle oder Gott oder was auch immer und sagst, diese einzelnen Ebenen hier, das sind verschiedene Realitätsebenen, die natürlich in unterschiedlicher Dichte und so weiter und verschiedenen Lehnen. Und das Ganze, sagst du, müsste eigentlich noch viel komplizierter sein, weil das eigentlich viel zu grob ist, sondern das ist ja unendlich. Ne? Ja, es ist einfach nicht vorstellbar. Wir machen uns immer wieder Modelle vom Bewusstsein. Ja, genau. In Wirklichkeit, die Realität ist undenkbar. Nicht? Man kann sich davon keine Vorstellung machen. Du hast einen so schönen Abschlusssatz in deinem Buch, den würde ich gerne vorlesen, Jürgen, wenn ich darf. Und zwar schreibst du da drin, indem wir uns auf die Dinge im Leben konzentrieren, die wir wirklich wichtig sind, indem wir die Realität annehmen, anstatt sie zu verleugnen oder vor ihr weglaufen, um indem wir unser authentisches Spiel selbst pflegen, das von der Großherzigkeit des Herzens befruchtet wird, schaffen wir die besten Voraussetzungen, nicht nur für dieses Leben nach dem Tod, sondern auch für unser jetziges Leben, denn das Leben ist ein Kontinuum. Ja. Schön ausgedrückt. Ja, ja, so muss man sich das vorstellen. Jeden Tag, wo wir aufwachen, ist das der erste Tag eines unendlichen Lebens.
Genau, und manchmal wachen wir dann in einer anderen Realitätsebene auf und stellen wir plötzlich fest, ja, kommen ein paar Helfer, die erklären uns, dass wir nicht mehr hier sind, sondern sind woanders. Und dann können wir wieder unsere Erfahrungen sammeln. Und das Spannende ist, dass offensichtlich auch diese, ja, unsere Bewusstseine oder unsere Leben auch unterschiedliche Ebenen einnehmen. Also das heißt nicht, wenn man ganz oben war, dass man nicht wieder nach ganz unten kommen kann, oder? Du hast ja auch erzählt, dass gerade die eigentlich überhaupt nicht mehr nach unten in die unteren Ebenen hingehören, dass die als Helfer kommen und sagen, genau die gehen nach unten und sagen, die brauchen da unten unsere Hilfe, damit sie aufwachen. Ja, ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich hatte, das ist eine Sache, die ich in meinem neuen Buch genauer beschreiben will, dass ich eine heilige Frau getroffen habe, die im 3. Jahrhundert von den Römern ermordet wurde. Und mit dieser wurde ich bekannt, als ich in einem Kloster in Griechenland war. Und der Mönch hat mich dann vor einer Ikone gesetzt und hat mir nichts von ihr erzählt. Und ich habe dann auf einmal ihre Gegenwart gespürt. Und ich war total überkommen von ihrer Gegenwart. Eine unheimlich starke Ausstrahlung. Und ich habe dann gefragt, worum handelt es sich denn bei dieser Ikone? Was repräsentiert denn die? Und er sagte, es ist eine Heilige, die im 3. Jahrhundert von den Römern gefoltert und ermordet worden war. Und während sie gefoltert wurde, hatte sie für die Folterer gebetet, weil sie wusste, dass was sie ihr antun, das tun sie Gott an. Und das wird verheerende Folgen haben für ihr Leben. Nicht? Und deshalb hat sie die ganze Zeit bis zu ihrem Tod für diese Folterknechte gebetet. Mhm. Und ich habe dann am nächsten Tag, bin ich nochmal in diese Kapelle gegangen und muss sich vorstellen, diese Kapelle ist nur für eingeweihte Mönche. Und ich bin nur reingelassen worden, weil ich mich mit diesem Mönch unheimlich stark, für 2 Tage haben wir uns über Meditation unterhalten und über alle möglichen spirituellen Sachen. Und dann habe ich, am nächsten Tag bin ich nochmal weiter, nochmal in die Kapelle gegangen. Und dann habe ich sie nochmal getroffen. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe ihre Gegenwart gespürt. Das Erste, was sie mir mitgeteilt hat, ich bin nicht tot. Nicht? Und dann haben wir so einen Kontakt irgendwie hergestellt. Und ich konnte dann noch für 6 Monate später, immer wenn ich an sie dachte, habe ich ihre Gegenwart gespürt. Mhm. Mhm. Als wenn da jemand, eine andere Person im Raum mit mir war. Und immer war das von einer unheimlich starken Liebe und Ausstrahlung begleitet. Und dann eines Tages fragte ich sie, wo sie wohnt. Ob sie mich mal zu ihr nach Hause einladen könnte. Die Existenzebene, ne? Ja, und auf einmal hatte sie mir ein unheimlich schlimmes Bild gezeigt von einem Slum. Mhm. In einem unheimlichen Elendsviertel. Und ich war total geschockt und erschrocken. Und ich sagte, ja, ich wollte doch dein Haus sehen. Du wolltest mir doch dein Haus sehen. Weil du gedacht hast, die muss ja in Glanz und Gloria sein, ne? Bei diesem, was sie gemacht hat. In so einem himmlischen Palast. Ja. In einer schönen Landschaft, weil genau das Gegenteil stand war. Und sie sagte ganz schlicht und einfach, mein Zuhause ist, wo ich am meisten gebraucht werde. Mhm. Das nennt man dann Auflösung des Egos. Ja, und das ist unheimlich stark, dass Leute, die sich realisiert haben und in ihr göttliches Bewusstsein zu Hause sind, dass sie sich das Leiden auf den unteren Ebenen einfach nicht anschauen können. Ja. Und sie müssen einfach mitwirken.
Und ich hatte auch in diesem Leben Leute getroffen, von denen ich einfach nur sagen konnte, das sind einfach Engel. Ja, genau. Ja. Da Und gibt ich es ein paar. würde darüber schreiben, solche Leute gibt es hier. Richtig, also es ist ja auch so, glaube ich, diese Systeme, wenn immer irgendwo ein System in eine Starre geraten ist, dann kommen solche Helferlein, um hier ein bisschen mit Christus vor 2000 Jahren und so weiter, um hier ein bisschen neue Bewegung reinzubringen in unser verkrustetes Bewusstseinsdenken. Ja, genau. Alles ist verbunden, alles ist miteinander verbunden. Genau, weil wenn es bei uns schmerzt, schmerzt er da oben. Ne? Ja. Genau. Jürgen, es war mir eine Ehre, mit dir wieder zu sprechen. Und wir werden, weil du schreibst gerade ein neues Buch, hast mir vorher erzählt. Ich weiß nicht, ob es ist ein offenes Geheimnis, hoffentlich. Na, es ist nur ungefähr 5% im Moment. Das ist nur, ich mache nur noch, ich arbeite noch daran. Ich habe die Perlen, sagen wir mal, ich habe die Schnur, aber ich habe die noch nicht aufgefädelt. Und die Perlen Sobald noch poliert werden. die fertig sind, sobald das Buch fertig ist, werden wir auf alle Fälle nochmal drüber sprechen und dieses Buch dann auch der Öffentlichkeit wieder vorstellen. Wie gesagt, alles andere werde ich wieder verlinken, dass man deine Webseite findet, deine Bücher findet. Und jetzt lassen wir dich wieder fleißig arbeiten, weil du gesagt hast, du willst eigentlich eine längere Zeit Auszeit nehmen. Und für mich hast du, oder für unsere Zuseher in Deutschland, hast du eine kleine Ausnahme gemacht und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass wir dich wieder mal treffen durften. Und da wünsche ich euch eine super Zeit und viele Perlen an deiner Schnur. Und wir hören und sehen uns, lieber Jürgen. Okay, ja, tschüss.